Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Wir kaufen uns heute ein Pferdchen. Also ich wünsche euch viel Spaß. Denn hier stehen einmal ein Lusitano, ein Andalusia, ein Pasofino, zwei Pasofinos. Und ich wollte mir schon seit Ewigkeiten dieses Pferd kaufen. Eigentlich auf meinen Hauptaccount, aber auf meinen Hauptaccount wird ein anderes Pferd einziehen. Von derselben Rasse, nur in einer anderen Farbe. Und die Farbe, die ich mir ausgesucht habe, ist schon ausgewählt. Und zwar der Lusitano. Ich wollte mir schon immer den Lusitano in Palomino kaufen. Ich habe schon ein paar Lusitanos, muss ich zugeben, auf meinem Hauptaccount. Oh, ich kann hier nicht aufsteigen. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, die Lusitanos gefallen mir richtig, richtig gut. Und der Palomino war schon sehr lange auf meine Wunschliste und deswegen zieht er heute ein. Werte, der Lusitano ist unterwegs mit 3 auf Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit und Ausdauer und 2 auf Agilität, Einschränkungen ab Level 7 und man braucht keinen Ruf, um ihn kaufen zu können. Wir lassen ihn ein bisschen Schritt laufen, sodass wir seine Animationen sehen können und seine Beschreibung lesen können. Seinen Namen erlangte der Lusitano durch Lusitania, das lateinische Wort für Portugal. Er teilt viele seiner Eigenschaften mit den Andalusiern aus Spanien, wurde jedoch in den 60er Jahren als eigene Rasse anerkannt. Der Lusitano ist ein modernes Sportpferd und stammt aus einer langen Tradition edler und angesehener Reitpferde. Die Lusitanos wurden dank ihrer Sportlichkeit und Aufmerksamkeit zu idealen Reitpferden gezüchtet. Ob beim Arbeiten mit Nutztieren oder als begehrte Kriegspferde, sie sind flink, mutig und geben stets ihr Bestes. Heutzutage ist der Lusitano in allen Disziplinen zu finden, von den Dressurschulen höchster Klasse bis hin zur Ausdauer- und Kutschensport. Er ist auch oft in Filmproduktionen zu sehen. Diese bemerkenswerten Pferde zeigen sich, selbst wenn sie gefordert sind, sowohl psychisch als auch seelisch, stets von ihrer besten Seite. Und ja, die Lusitano kosten hier auf dem Bazar nur 620 Starcoins und wir schauen uns auch mal die Mähnen an, denn ich möchte das auch schon jetzt machen. Wir haben hier die kurze Mähne, die eigentlich nicht mal so schlecht auf dem Lusitano aussieht, außer der Schweif. Der Schweif gefällt mir nicht. Dann haben wir die Zöpfchen. Es sind noch die alten, aber ich finde, das passt ihm so gut. Falls ich mal ein Dressurvideo machen soll, dann wird er so eine Frisur bekommen. Und man sieht hier so richtig den muskulösen Hals, den er hat. Und das ist eigentlich mega. Dann haben wir die Wildpferdemähne. Die fällt nur auf eine Seite. Und der Schweif ist halt riesengroß und der backt ein bisschen durch die Beine. Aber ansonsten gefällt es mir, dass der Hals auf einer Seite halt frei bleibt. Bleibt das auch auf den normalen? Ja, genau. Und dann haben wir die längere Mähne. Ja, gefällt mir. Also die Mähne an sich gefällt mir, aber der Schweif leider nicht. Das heißt, er bekommt nur die normale Form, also die normale Mähne. Hier backt auch die Mähne durch die Beine. Okay. Das ist schade. Und ja, ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt einen Namen aus. Starbuck. es soll ein Jungpferd sein.
Und es soll ein Hengst sein. So, mal gucken. So, ich habe mich für Falcon entschieden. Und zwar von Marvel. Falcon and the Winter Soldier zum Beispiel. Und ja, ich würde mal sagen, wir kaufen ihn. Und ja! Boah, ich liebe diese neue Animation hier. Diese neuen Clips. Oh, Clips. Oh, süß. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich im Stall wieder. So, hier ist der Kleine und wir schauen uns natürlich die ganzen Animationen an, wie zum Beispiel das Kuscheln. Oh, süß. Ah, ich liebe die Lusitanos. Hufe auskratzen. Passt eigentlich ganz gut, außer dass wir den Huf nicht in der Hand halten. Aber sonst ganz okay. Füttern. Ich habe nur 7 Äpfel, dann bekommt er halt einen Apfel. Ah, passt nicht so ganz, aber ist auch okay. Dann tränken. Passt schon viel besser. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Ah. Und das Bürsten. Finde ich sehr, sehr gut. Leider kann ich immer noch nicht führen. Und da wir das bald eh mit der Pferde... mit dieser... Tut mir leid, ich musste niesen. Da wir das bald mit dem neuen Pferdebindungssystem bekommen werden, kaufe ich mir das jetzt nicht. So, wir schauen uns das Duschen mal an. Ach, der genießt es so richtig. Einseifen. Oh, süß. Und bürsten. Da fliegen die Haare. Süß. So, dann würde ich mal sagen, oh, er hat ein Sternchen im Auge. Okay. So, jetzt ist es weg. Gut. So, dann würde ich mal sagen, ich suche mir ein Outfit raus und dann sehen wir uns gleich wieder für die Gangarten. So, das ist jetzt mein Outfit. Ich habe leider keine passende Jacke gefunden, aber ich finde, dass das Set, das ich für ihn ausgesucht habe, mega gut aussieht. Also habe ich es einfach so gelassen. Die Hose passt jetzt auch nicht so ganz, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich werde schon irgendwann was finden, was mir besser gefällt. Und ja, das Stehenbleiben ist eigentlich ganz normal. Er bewegt sich eigentlich kaum. Dann das Rückwärtsrichten. Er zieht so richtig die Ohren zurück. So. Es sieht fast so aus, als ob er Angst hätte. Aber ja gut, dann das Steigen. Liebe ich beim Lusitano, ich liebe es. Ich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich denke, der Lusitano ist so ungefähr auf Platz 5 von meiner Top-Liste. Also so richtig geil. Oh, das ist, oh mein Gott, und dieses, die Beine werfen so, da, da. Das ist so, oh, das ist so geil. Dann das Schritt gehen. Gefällt mir, ist sehr, sehr entspannt, sehr neugierig, sieht fast sein Blick aus. Und die Farbe, oh mein Gott, ich liebe so eine Farbe. Und so im Winter mit dem Schnee, das ist der Hammer, oh mein Gott. Dann Trab. So elegant, Leute, so elegant. Es gibt fast kein besseres Pferd für die Trab-Animation. Das, oh mein Gott, das ist einfach so der Hammer. Das ist, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Die wollte ich mir so lange kaufen. So lange Zeit stand er einfach auf meiner Wunschliste und jetzt ist er hier. Und der Galopp, Leute, ich kann jetzt keine dezente Zusammenfassung sagen, denn ich bin einfach so verliebt in dieses Pferd. Ich liebe es. Es hat eine einzige Macke für mich und zwar dieser Hautlappen hier an der Hinterhand. Aber Leute, das sieht man fast nicht mehr, wenn man sich daran gewöhnt. Und wie sich der Schopf hier vorne teilt, schaut euch das mal an. Wieso
verändert sich die Farbe. Ja. Schaut euch das mal an. Das ist doch voll toll. Oh mein Gott. Das ist der Hammer. Leute, ich bin so verliebt. Okay. Dann noch ein Ticken schneller. Da geht der Shop schon wieder irgendwo anders hin. Das ist... Oh, das ist so toll. Das ist so toll. Das ist immer so toll. Und dann ganz, ganz schnell. Wusch, ihr seid die Schnellsten der Welt. Oh, ich liebe es. Und die Sliding-Animation. Ganz normal. Auch hier fast entspannt sieht er aus. So, okay, jetzt ganz langsam. So. Oh, super. Jetzt bauen wir uns ein paar Sprünge auf. Hier. Das sollte reichen. Ja, komm. Und das Leichtgalopp, der Leichtgalopp-Sprung. Dann machen wir hier diesen... Wie heißt dieser Sprung? Ist das kein Kreuz? Hui! dann hier dieser Kreuz. Hui! Ein bisschen schneller. Noch ein Kreuzchen. Oh, das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Noch ein Ticken schneller. Oh, nicht so schnell. Das sieht so gut aus. Leute, ich bin erneut verliebt in diese Pferderasse. Oh mein Gott. Okay, jetzt ganz schnell. Hier. Wusch. Oh, ich lieb's, ich lieb's. Ah, wie oft habe ich lieb's gesagt? I don't know. So. Ja, und das ist jetzt mein kleiner Falcon. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.